Heute im Studio Jens Riewer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Auch in diesem Jahr wird die deutsche Wirtschaft voraussichtlich schrumpfen, anstatt leicht zu wachsen, wie bislang erwartet. Das zeigt die neue Konjunkturprognose der Bundesregierung. Wirtschaftsminister Habeck hat sie heute vorgestellt. Danach wird mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,2% gerechnet, das zweite Minus in Folge. Für Habeck und die gesamte Ampelregierung ein neuer Dämpfer. Erst im kommenden Jahr soll es wieder ein Plus geben. So hatte sich das der Wirtschaftsminister sicherlich nicht vorgestellt. Wieder mal eine Herbstprognose, wieder mit keinen guten Nachrichten. Der Aufschwung verschiebt sich, sagt Habeck, und übt sich dann doch in Optimismus und zückt sein Lieblingsutensil. Keine Pressekonferenz ohne die Grafik, ich zeige es noch einmal. Die Inflation, hier die rote Linie, sei das Biest, das die Menschen ärmer gemacht habe. Doch das sei jetzt vorbei, auch wegen steigender Löhne. Hier wieder haben die Menschen netto mehr Geld. Das heißt also, in den letzten 3, 4 Quartalen sind die Menschen wieder wohlhabender geworden. Die größte Herausforderung sieht Habeck jetzt bei strukturellen Problemen. Zu wenig Fachkräfte, zu viel Bürokratie. Eine schwache Wirtschaft bedeutet auch weniger Einnahmen für den Haushalt. Schon gibt's neue Diskussionen über die Schuldenbremse. Der Finanzminister will davon bekanntlich nichts wissen. Er will die Angebotsseite der Wirtschaft stärken. Diese Kursunsicherheit, die sich auch in der Diskussion der Koalition ausdrückt, das ist sicherlich ein zusätzlicher Belastungsfaktor. Auch die Industrie fordert Klarheit und die zügige Umsetzung der Wachstumsinitiative der Regierung. Wenn ich keine Verlässlichkeit habe, gibt es Unsicherheit und Investitionen werden woanders stattfinden. Und ja, wir haben in einzelnen Fragen nach wie vor noch nicht die Entscheidungen, die wir benötigen, um wirklich in Investitionen zu gehen. Habeck erklärt heute, man werde sich aus der Wirtschaftsschwäche herausarbeiten. Es ist ein Versprechen, an dem er sich auch bei der nächsten Prognose messen lassen muss. Noch lässt die erhoffte Trendwende aber auf sich warten. Minister Habeck betonte, dass es weiterhin einen starken Mittelstand gebe. Die vielen Familienunternehmen würden das Land tragen. Aber auch sie spüren die wirtschaftliche Flaute, so wie diese Firma aus Baden-Württemberg. Die Weltkugel hängt aus gutem Grund im Foyer des Kabelherstellers Lapp in Stuttgart. Das Familienunternehmen ist mittlerweile global unterwegs. Zum Glück, sagen sie hier, so habe man die schlechte wirtschaftliche Entwicklung deutlich abfedern können. Die Lapp-Gruppe konnte dieses Jahr leider nicht wachsen. Das ist vor allem bedingt durch ein schwaches Europa und hier im Spezifischen die Länder Deutschland, Österreich, Schweiz. Ausgleichen konnten wir einen Teil dessen durch das starke Wachstum in der Region Asien, wo wir gute Ergebnisse einfahren konnten. Trotzdem bleibt in der Gesamtbilanz ein Umsatzrückgang. In Deutschland beobachtet die Firma eine Zurückhaltung in Sachen Investitionen. Dieses neuartige Gleichstromkabel etwa verkaufe sich hier schlecht, denn in Deutschland sei der Standard immer noch Wechselstrom. Unternehmen müssten in Infrastruktur investieren, dann könnten sie mit dem neuen Kabel sogar Strom sparen. Wie raus aus der Krise? Neben Maßnahmen wie Bürokratieabbau fordert Unternehmer Lapp auch ein positiveres Denken in Deutschland. Das wäre, glaube ich, eine wichtige Sache. Wir versuchen uns immer in den negativen Dingen festzuhalten. Und das müsste natürlich politisch auch unterstützt werden. Einmal durch eine klare, nach vorne gerichtete, positive Kultur, auch arbeiten wollen beispielsweise und nicht nur kritisieren. Bei Lapp glauben sie daran, dass es bald wieder bergauf geht. Trotz Umsatzrückgangs hält das Unternehmen deshalb auch an geplanten millionenschweren Investitionen am Standort Deutschland fest.